Erstmal nehme ich natürlich die Truhe mit, weil ich ein Geier bin. Okay. Vielleicht auch nicht. So. Mega. Ich kann mir vorstellen, was das hier ist. Das ist doch ein... Das Tor in die andere Welt. Hier in den Nether, oder wie das heißt, ne? Oder Nether. Aua. Verbrannt. Scheiße. Wir haben einfach ein halbfertiges Nether-Portal. Oder Nether-Portal. Das werden wir natürlich von all seinen Schmutz befreien. Und das können wir jetzt tatsächlich fertig bauen, indem wir so machen und so machen. Und es mit einem Feuerzeug anzünden. Werden wir jetzt nicht machen. Ich sag ja nur, man könnte es jetzt anzünden. Ne? Wir werden es auf jeden Fall in unsere Welt einbinden, irgendwie. Auch hier wieder mit dem Stein verschönern. Mit dem Glanz beschmücken, wie es einmal war. Schön. Mega. Jetzt sagt mir bitte nicht, das ist normal, dass man das findet oder so. Und ich habe einfach kein Glück gerade. Für mich ist das gerade enorm viel Glück. Weil, wenn ich überlege, wann hatten wir das letzte Mal sowas gesehen. Ich bin ehrlich, Leute, ich persönlich habe es noch nie so gesehen. Noch nie ein freistehendes Portal gefunden. Und tatsächlich vor kurzem erst davon gehört, dass es das gibt. Ich glaube, das ist wirklich die beste Variante, hier irgendwie schnell an Material zu kommen. Sagen wir es mal so. So. 46 Holz von einem Baum. Ne? Das ist das, was ich eben meine. Man bekommt von diesen Bäumen so viel Material so schnell zurück. Na komm, mach schnell. Das Wackeln, das tut ja in den Augen weh. Danke. Ich verstehe das immer noch nicht, dass wir das Easygoing gefunden haben. Ich meine, da war jetzt kein Schwierigkeitsgrad hinter, dass wir das hätten nicht finden können. Ich feiere das gerade mega. So. Haben wir auch. Sehr gut. Nehmen wir statt die Treppen natürlich die, das Material mit, weil dafür sind wir ja nun mal hier, um Holz zu farmen. Für nichts anderes sind wir eigentlich hier. So, dann finden wir auch direkt wieder eine andere Baumart. Ah, die kennen wir ja schon, das ist jetzt nichts Neues. Die wachsen aber auch hier in den Tropengebieten extremst hoch. Das muss ich wirklich mal sagen. Ich weiß, dass ich mir damit die Spitzhacke übrigens kaputt mache. Das ist mir tatsächlich bewusst. Wir werden auf jeden Fall von unserer Farm vielleicht aus oder von da hinten eine wunderschöne Brücke hier rüber zimmern.
damit wir dort vielleicht schön etwas bauen können oder so. Sicher bin ich mir nicht. Aber ich denke mal, es sieht schön aus, wenn wir das machen. Wir werden jetzt einmal kurz zurückgehen, weil jetzt gleich wird es dunkel und ich habe so null Bock auf Gegner. Ja, eben mal eine Sandhöhle unter uns. Was ist los hier in dieser Welt? Das ist so cool. Mann, 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 Leute, ist das so? Also, ob wir jetzt Glück haben oder nicht, ich finde diesen Ort wunderbar. Vielleicht war das auch ein Zeichen, den Warden zu finden und dann eben dementsprechend gleichzeitig schon fast das andere da zu finden. Ich feiere das so übelst. Ich würde am liebsten jetzt gerade live diesen Moment mit euch teilen, Leute. Es geht ja leider nicht. So, wir bauen hier noch eine Kiste hin mit allerlei Kram. Ich weiß, Herbert, du musst unbedingt sortieren, sonst wird das nie was. Ich weiß. Das weiß ich, Leute. Das müsst ihr mir gar nicht sagen. Wir werden unsere Rüstung auf jeden Fall hier einsperren, bis ihr mir sagen könnt, was ich genau mit dieser Rüstung machen kann. Weil ich denke schon, dass diese für mich besonders aussehende Rüstung irgendeinen Hintergrund haben wird. Warum sie so gold leuchtet. Ich denke mal, weil es eine Goldrüstung ist, klar. Die Antwort kann ich mir auch selbst geben. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Na, das ist die Frage der Fragen. Und was ist eine Feuerkugel und was kann ich mit ihr machen? Ich meine, ich kann die bestimmt werfen. Ich möchte sie aber nicht werfen. Weil dann ist die Feuerkugel ja hinüber. Dann hat es sich ja ausgefeuert. Ja. Ich brauche da ein paar Sticks. Nicht viele. So. Um mir ein paar mehr Fackeln zu machen. Weil sonst wird es auf Dauer irgendwie viel zu dunkel. Guck mal, wir haben ein Riesenloch in den Wald gehauen. Zig Bäume weggehauen. Man sieht einfach nichts davon, was wir gemacht haben. So als ob die Natur sagt, ja, ihr habt was gemacht, aber das haben wir gar nicht mitbekommen. Nee, komm. Ich höre schon wieder irgendwas, was ich nicht zuordnen kann. Dann weiß ich schon, nein, Herbert, danach suchst du jetzt nicht. Ganz einfach. Ich suche jetzt nicht mehr. Wir haben ja schon was gefunden, was ich gar nicht hätte finden sollen, vielleicht. Nicht in meinem Zustand und nicht mit meiner Ausrüstung, die ich dabei habe, die mir ja tatsächlich nichts Gutes verheißt, weil ich da eine Überlebenschance von 0% habe. Und ich kenne mich mit dem Nether. Boah, Leute, wie spricht man das richtig aus? Nether? Also schreibt mal eins in den Chat für Nether und zwei für den Chat für Nether. Und drei in den Chat, wenn man es ganz anders ausspricht. Na komm, mach kaputt hier. Achso, ich muss den da kaputt machen. Ja gut. Egal. Wir wollen, dass die Farm ja schön groß wird, wisst ihr? Das ist, ich möchte danach keine Mini-Farm haben oder so. Da sollen schon ein paar Tiere leben. Ich weiß noch nicht, wie wir die Tiere rankriegen sollen, weil aktuell, sind wir mal ehrlich, haben wir sehr wenig Tiere gesehen. Und sehr wenig Tiere sind sehr wenig Tiere. Ne? Das gibt voll Sinn, oder? Was Sinnvolles gesagt.
Weil wir haben jetzt, ja, es ist schon viel Holz, was wir haben. Ist hier noch irgendwo Holz oder löst sich das Ding jetzt langsam auf? Ich glaube, wir haben alles erwischt. Den Großen hier noch killen, würde ich sagen. Ups. Sehr schön. Schöner Sprung. Man darf sich auch selbst loben, wenn was gut gegangen ist. Ganz wichtig, auch im richtigen Leben, Leute, wenn ihr was gut gemacht habt, lobt euch selbst. Im Normalfall seid ihr die ehrlichste Person, die mit euch redet. Von daher, lobt euch. Tut nicht weh. So, gehen wir mal gucken hier. Ganz oben an dem Baum. Oh, voilà. So. Oh, ich dachte, das wäre jetzt die Krone gewesen, wo wir uns reingehauen haben. Hier ist die Krone. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt hier relativ viel Material wegbekommen. Dass nicht danach überall so kleine Mini-Bäume rumgammeln. Wisst ihr, was ich meine? Also eher Mini-Sträucher. Na, seht ihr? Da haben wir nämlich den Salat. Jetzt haben wir da hier und da ein bisschen Holz rumfliegen. Müsste es aber jetzt gewesen sein, theoretischerweise. Mit diesem großen Baum. Nein, ist es nicht. Ich sehe es gerade. Ich habe es gesehen. Tatsächlich hier drunter irgendwo verbirgte sich ein Stamm. Oh fuck. Ganz vergessen, dass es danach ja nach dem Stamm runtergeht, ne? Und Pech nicht so weich. Aua. War klar. Ja, wie in der Natur, wie in Wirklichkeit, ne? Man möchte was bauen, man holzt was ab. Vor allen Dingen auch gnadenlos holzt sich so die jungen Bäume ab, die in ihrem Leben noch gar nichts erreicht haben. Weg. Hätten sie woanders wachsen müssen. Das harte Leben eines Baumes. Passiert. Müssen die Bäume durch. So, den hier nehmen wir noch mit. Und dann haben wir erstmal genug, dass wir anfangen können zu bauen. Ja, das ist so schön. Unter uns sind überall Höhlen. Wir haben irgendwo gebaut, wo es fast nur Höhlen gibt, Leute. Ein Schlag tot. So, damit die Wassermelone richtig wässrig ist, immer ins Wasser legen, ne? Jetzt haben wir hier einen Baum unter uns. Und cool, verschwindet aber gleich automatisch. So. Schön. Die Wiese ist auch mittlerweile richtig schön saftig grün, ne? Wunderbar. Hallo? Ah. So. Die Hälfte davon wandeln wir um. Dann haben wir 64 Tropenhölzer. So, dann brauche ich noch meine Sticks, die ich eingelagert habe. Sehr gut. Und können dann.
Genau. So. Dann haben wir einmal von allem. Ne? Wir haben Tropenholz für den Rand, Tropenholzbaumstämme und so weiter. Alles vorhanden. So, hier kommt der Eingang hin. Der Eingang wird offen sein, hatte ich mir so vorgestellt, zumindest, dass das nicht so verschlossen aussieht. Nicht so verschlossen ist aber auch gut, ne? Da müssen wir ein bisschen mit Stufen oder so arbeiten, dass ich hier überall dran komme. Weil sonst habe ich gleich ein Problem. So, das Ganze wird natürlich abgeschlagen. Sieht schön aus. Wir müssen natürlich dran denken, den Zaun, der drumrum ist, der wird dann in einer anderen Farbe sein, logischerweise. Kurzen Schluck trinken. Wie gesagt, ich habe mir viele Bauwerke mal online angeschaut, um einfach mal so ein bisschen ja, minimale Inspiration zu bekommen, wisst ihr? Ist ja gar nicht so einfach in Minecraft. Ah, das gefällt mir schon ziemlich gut. So, und weiter das Bauwerk. Ups, das Bauwerk selbst besteht halt aus dem normalen Tropenholz, ne? Jetzt muss ich mal schauen, wie groß denn so die Fenster selbst werden sollen. So hatte ich mir die Fenster vorgestellt. Ähnlich im Türdesign. Dann können wir nämlich hier noch. Vielleicht so. Wie breit ist denn das? 4, ne? 1, 2, 3, 4. Okay, dass wir dann hier hochgehen. Noch mal ein Fenster haben. Und dann, ja, wir müssen die Farm noch ein Stück verbreitern, glaube ich. Es wird sonst irgendwie zu eng. Na, vielleicht auch nicht. Wir gucken mal. So, dann geht es nämlich hier entlang, ne? Und dann haben wir hier vor wieder Baumstamm. Baumstamm, Baumstamm, Baumstamm. Aua. Baumstamm, 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 Baumstamm. Aua. So. Und hier ist dann der, also da vorne ist der normale Eingang. Und hier ist dann der Eingang, Schrägstrich Ausgang, Schrägstrich schieß mich tot für die Tiere. Ja, also hier geht es ganz normal in den Stall und hier ist dann ein Zaun. So. Hier sind dann die Tiere draußen und können da vorne in den Stall rein. Der wird hier drinnen nochmal separat zu sein, sonst könnten die ja hier raus, da rum und dann Tschüssikowski in die Umwelt. Ne? Das ist, finde ich, gar nicht cool. Wären meine Tiere ja weg. Wollen wir nicht. Das hier muss auch weg. Ne? Und der Zaun wird jetzt hier bis zum Ende durchgezogen. Schön. Ja, mit den Lichtquellen müssen wir noch arbeiten. Das ist für mich noch ein
Ich denke mal, im Inneren werden es Laternen werden, die von der Decke hängen. Außen Fackeln auf jeden Fall, wie immer. Fackeln sind einfach ein wunderschönes Produkt, was man nutzen kann.